Hallo Freunde, zu einer weiteren Folge Wilma Wunder. Heute wird es nämlich wundervoll. Am 2. September um 18.17 Uhr. Um, heute ist ein geiler Tag. Es ist super warm, es fühlt sich an wie Hochsommer. Aber dann kam auf einmal ein Gewitter und jetzt sieht es ein bisschen düster, trüb, bewölkt aus draußen. Und alle hoffen jetzt gerade auf eine kleine Abkühlung zum Abend hin. Das äh, alkoholfreie Bierchen ist auch schon geöffnet, die Abkühlung ist da. Ich sage jetzt explizit, weil ihr werdet mich alle auf YouTube trinken sehen und ich will nicht als Alkoholiker <lacht> dastehen. <lacht> das geht. Alle, wir alle werden dich sehen. <laughs> oh, ich ähm, hab falsch ach, Oh Mist, jetzt hat man. Ah, verdammt. Oh, Brand. Uh. <laughs> ja, ich fand die Abkühlung, ich finde sie kommt. Das ist ganz cool. Und ich äh, habe festgestellt, ich muss auf jeden Fall wieder die, ähm, diese Nina-App deinstallieren. Es ist einfach in heutigen Zeiten. Nina, nutzt los. Wie bitte? Nina, nutzlos, meinst du? Ja, genau. Ja. Es ist einfach. Jeden zweiten Tag habe ich gefühlt eine Warnung. Jeden zweiten Tag kommt, oh, Sturm, oh, Hagel, oh, es wird heiß, oh, es ist das, ja, den Wetterbericht kann ich halt auch lesen. Und, dafür, also, und ich habe nicht das Gefühl, als würde ich, wenn irgendwas Schlimmes wirklich passieren würde, dass ich dann so weit weg vom Schuss wohne, dass ich es nicht mitbekommen würde. Und deswegen ähm, ist es gerade eher so, wie einfach zusätzliche nervige Push-Benachrichtigungen, die man einfach nicht haben möchte, weil es einfach nicht zu mich ändert, ob jetzt Gewitter ist oder ob jetzt es heiß ist. Ja, ja. Ich habe die App nie installiert. Nur zur Info, für wen es interessiert. Also, wer <laughs> wissen will, was auf meinem Handy so abgeht. <laughs> Bei den drei Apps ist die App nicht dabei, verstehe ich. <laughs> Negativ, nee, ist nicht da. <laughs> ja, nee. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich dachte, ah, mal gucken, was da so passiert. Vielleicht hat es ja irgendein coolen Nutzen so. Und bis jetzt waren es Bombenfunde, Heiß und Gewitter. Und Bombenfunde, theoretisch wäre das ganz interessant gewesen mal. Also wenn man so weiß in der Schule, ich komme nicht nach Hause, irgendwie ist die Autobahn gesperrt, ich ja. kann noch ja. hier in Trostorf chillen. Aber ich wohne jetzt hier in Mülheim so weit ab vom Schuss. Hier wird nichts gefunden, hier ist halt nichts mehr. Hier sucht keiner so ungefähr. <laughs> deswegen, das wäre in, in Sülz oder in war jetzt irgendwie viele Bombenfunde und so. Dafür ist es vielleicht interessant, weil das sind so Sachen, die ich ja sonst niemals mitbekommen würde. Woher soll ich das hören, außer in der Schule vielleicht? Oder wenn meine Eltern mir schreiben. Ja, Aber ja. Ähm, hier Müller passiert da eh nichts, deswegen kann ich die App, glaube ich, wieder getrost deinstallieren. Und außerdem also dem Probt das Land doch eh immer jetzt diese, wenn was Schlimmes ist, kommen wir auch so auf dein Handy mit coolen. Warnungen sozusagen. So, ja, ja, das ja. heißt im Worst Case geht's frag eh. Ich frag mich, wie viele Menschen schon an einem Herzinfarkt dadurch gestorben <lacht> sind, <lacht> weil dieser schrille Sound, dieses Grelle in your face, einfach ich habe mich jedes Mal voll erschrocken. Ich dachte mir so, oh Gott. Ja, aber ich glaube, die wurden doch bis jetzt immer, also ich glaube, es gab noch keinen nicht angekündigten Probealarm, oder? Die wurden doch gefühlt immer eine Woche lang angekündigt, so ja, Achtung, meine Bubble ist existiert das nicht. <laughs> Und auch dann, ne, dann bist du so, elf, so ja. ich schreibst du gerade so eine E-Mail auf einmal denkst du, oh Gott, what the fuck? Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt in der Schule immer schon so, kommen vorher schon drei E-Mails so, bitte bewahrt die Ruhe, keine Sorge, Schülerinnen ja, und Schüler, ja. entspannt euch und so weiter und so fort. Deswegen ist man da, glaube ich, sehr nah ähm, am, am Geschehen. Deswegen kriegt man das mehr mit, als natürlich ähm, jetzt das vielleicht verstehe, wenn man mit ja. anderen Menschen aus anderen Ländern spricht. Das kann ich mir vorstellen. True, true, true. Hast du mit denen da schon nur wahrscheinlich nicht, aber hast du mit denen da schon mal drüber gesprochen? Gibt es da auch solche dieses, weil eigentlich finde ich, klingt das ja nach einer coolen Technologie sozusagen, dass du nicht mehr, du brauchst keine Telefonnummern, du brauchst keine, du brauchst nix, sondern du kannst einfach nur ja, die ja. Sender senden, wenn mal wirklich was Wichtiges ist, finde ich eigentlich ganz praktisch. Ähm, hab mich gefragt, ob das irgendwo abgekupfert wurde oder ob das halt so ein Made-in-Germany-Ding ist. <laughs> Ich glaube, in den USA habe ich es schon ein paar Mal gesehen, weil Screenshots einfach gezeigt wurden. Hm. Also von derselben Funktion, da habe es okay. gesehen. Ich habe sonst mit niemandem drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich können es unsere Handys auch gar nicht, wenn es das nicht schon mal irgendwo gegeben hätte, so ungefähr. Also weißt du, dass es das, ähm, ja, ja. das überhaupt kann? Ist wahrscheinlich eher. Ja. Okay. Ähm, ja, wir, wir haben es jetzt äh, zwei Wochen quasi nicht, ge nicht gehört. Ähm, ging bei dir irgendwas in den zwei Wochen? Äh. Frage. Sie Ihren Kalender was, auf. Ich mache gerade meinen Kalender auf. Was hatten wir? Wir hatten äh, Geburtstagswochenende, wir hatten mhm. Straßenfest. Das waren so die, die Highlights der letzten zwei Wochen. Family Wii! Oui. Was geht? Family. Wie war äh, vor allem das Straßenfest? Geburtstag war wahrscheinlich einfach Geburtstag und nett und schön. War, und Geburtstag so, ne? war schön und cool und nett, genau. Und mhm. ähm, USA, Japan, Südkorea, Europäische Union, Kanada, Australien, Taiwan, und Israel haben alle dieses äh, Messaging. Ah, spannend. Ja. Gefühlt. Äh, ja. <laughs> ja, witzig. Ja. Also scheint, scheint weiter ähm, mhm. Ja, äh, Straßenfest. Ja, am Samstag war Straßenfest. Ähm, kann man sich so vorstellen, äh, so die Nachbarn in der Straße, surprise, äh, kommen zusammen um eine bestimmte Uhrzeit jeder was bringt so ein bisschen was Community mit. geklärt wurde natürlich. Richtig. Ä exakt wurde geplant. Ähm, dann kommen alle zusammen. Jeder bringt so ein bisschen was mit. Dann gibt es eine Hüpfburg, wo so Kinder oh. spielen und ähm, die Erwachsenen sitzen an irgendwelchen Biergarnituren und essen und trinken und quatschen und äh, ja. Äh, das ist auch schon alles. <laughs> Richtet das immer ja. irgendwie eine, eine Familie quasi aus, und rutscht es immer so weiter oder schmeißen einfach alle zusammen für so eine Hüpfburg oder gibt es so einen, der ist so, äh, Karl Hüpfburg und der stellt die selber her und stellt die dann in die ja, es gibt, Hand? Es gibt so äh, eine, eine treibende Kraft so in der ganzen äh, Gruppe, glaube ich, die das halt so ein bisschen in die Hand nimmt und auch, oh, das ist... Sagen wir mal, also das Organisatorische übernimmt von, wer bringt was mit, um, mhm. damit nicht alles doppelt ist, äh, wer holt die Sachen ab, also wer holt die Hüpfburg ab, wer äh, stellt einen Grill bereit und so weiter und so fort. Und der Rest ist halt eher so, äh, wir nehmen dran teil, hier ist unser mhm. Beitrag. Also, weil halt so Grill, Grillsachen wurden halt für alle geholt, damit jeder sein eigenes ja. Zeug mitbringt, sondern hier, wir holen jetzt einfach irgendwie Würstchen für alle. Man mhm. knapp 70 Leute, glaube ich, insgesamt. Oh, krass. Mhm. So relativ viele. Das ist für den Organisator Grilli-Riedergold aber ganz schön anstrengend, oder? Äh, ja, ich weiß es nicht, ich weiß wie diese Person sich fühlt, aber ich stelle mir das auch <laughs> ins vor. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile das äh, dritte oder vierte. Ich glaube, da ist schon so eine gewisse Routine eingekehrt. Man kann die Excel-Tabelle vom letzten Jahr wiederverwenden verwenden, einfach nur ein Datum ändern und dann ist es relativ schnell. Ja. War nett. Ich, 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 sag, ich sag mal so, wenn man, wenn man, ich glaube, wenn man selber mit Kindern dahingeht. geht mhm. Das ist für die Kinder cool, weil alle Kinder spielen irgendwie alle ungefähr im selben Alter und spielen die ganze Zeit. Und die Eltern sind eher damit beschäftigt, halt zu gucken, okay, ist unser Kind noch am Leben und äh, geht's sehr gut. Das ist, glaube ich, ganz nett. Ähm, ansonsten, man lernt so ein paar, paar Menschen halt kennen, mehr als hi und danke fürs Paket annehmen. <laughs> und ja. ja, that's okay. It. Also, ja, das ist aber, das ist, ja, klingt äh, ja nett. Also, weil sowas kann keine. ja auch immer schnell aufatmen zu. Und das klappt immer noch nicht. Und habt ihr auch gesehen, das klappt nicht und der ist da und warum macht der nie den, keine Ahnung, ja. warum hat er jetzt Solar auf dem Dach, das blendet mich, warum macht der nie seine Rolle hinunter? Ich sehe ihn immer nackt. <laughs> keine Ahnung. Man merkt halt schon, dass so äh, die, die Palette hat Gesprächsthemen eher so dünn ist. Also mhm. gibt so ne, die klassischen Fragen. So, wo, und wo kommt ihr her? Was macht ihr so? Wer seid ihr so? Ah, ihr wohnt da, cool, wir wohnen hier, okay, cool. Und dann fängst du an, deinen Beruf zu beschreiben und dann gehen die Leute immer sofort. Ja, es Ich bin ein Klempner. Ja. Ähm, ja, aber es, es, war, es war auf jeden Fall nett, wir waren jetzt nicht ja. ewig lang da. Irgendwann haben wir gesagt, so, okay, gucke ich jetzt lieber Equalizer zu Ende. <laughs> ja. Aber das ist ganz chillig bei solchen Festen. Man hat irgendwie. Wenn's ganz nett ist und man zwei drei nette Leute gefunden hat, hat man eigentlich eine ganz gute Zeit. Du kannst immer gehen und bist halt in drei Minuten zu Hause. Das war eigentlich ganz chillig. Du hast nicht so, so lange fahren nach Hause und so. Ne? Ja, und ich ja glaub, es nicht war so es verkehrt. war es war super wuselig einfach in der Hinsicht, dass äh, man stand halt da so, redet mit irgendwem und dann auf einmal so, oh sorry, ich bin ganz kurz und dann verschwinden diese. So, also es war halt so ständig im, im Wandel, ständig im Wechsel und dann irgendwann war es auch so, ja okay, irgendwie ist gerade gefühlt alle irgendwie hm. äh, Pflaster Pflaster kleben. So sinngemäß. Ja. ja, okay, lass mal, lass mal. Reicht Vielleicht jetzt. wollte auch einfach keiner mehr mit dir reden. Vielleicht habe ich immer so gesagt, Vermutlich lag so, ich muss mal eben ja. kurz. Ja, ja, der Typ ja so ist echt nicht. seltsam, wie ja, wir schon ja. vermutet haben. Ja. <laughs> ja. Ja. Ach Quatsch. Ach, ja, interessant. Aber wie, wie reagieren so normale Menschen auf dein, Wenn du dann wenn du von deiner. Aber ich finde es immer witzig, wenn ich mir vorstelle, weil ich. Klar. Ich habe immer Probleme, wenn Leute mich fragen, ach, was macht der Willi eigentlich gerade so? In der Schule gibt es das ja immer mal wieder, dass irgendwie alte Lehrerinnen und Lehrer von uns fragen, so was macht der gerade so und so. Und dann merke ja, ich selber, ja. dass ich mir immer so denke, hast du irgendwie 20 Minuten Zeit? Dann erzähle ich dir das kurz. Also, wenn ich es wenn cool erzählen will, also wenn ich so erzählen will, dass ja, der andere ja. wirklich sich denkt, ach cool, das, was der Willi macht, ist ja irgendwie spannend und ist ja irgendwie nett und ist ja irgendwie nice. Natürlich kann ich auch das zwei Minuten erklären, aber dann denken sich alle, ja, hä, was macht der da? Keine Ahnung, ist irgendwie ein komischer Typ geworden oder so. Und das will ich ja irgendwie nicht. Und deswegen. Frage mich immer, wie das bei dir bei solchen Festen ist, weil, weil da geht es ja ganz häufig um Beruf. Ja, Punkt. Wahrscheinlich ja, geht's ganz viel um Berufe und Kinder. Und mit einem ja. kannst du dienen, mit dem anderen weniger. Deswegen. Ja. Wie ist das? Es, es denn? kommt, es kommt, es ist äh, wie Tag und Nacht. Also, ich habe mit Leuten geredet, die zum Beispiel auch Lehrer waren, also relativ viele Lehrer uh. in der Straße. Ähm, da, ist es, da merkst du halt so, okay, da ist halt, Bus halt. Äh, Fünfmal irgendwie erstmal so die Prämissen setzen und so ein bisschen erklären und dann, ah, okay, ja, ah, okay. dann hast du halt Leute, so, keine Ahnung, die Arbeit, also ich war jetzt äh, eine da, die hat bei Rewe gearbeitet und bei der war es, ich habe nur gesagt, ich mache das, ich mache Produktmanagement und da war es, ah, alles klar, mm -hmm. so sofort gecheckt, für was, welches Produkt, zack, bam, die richtige mm -hmm. Anschlussfrage gestellt, da war es sofort klar. Hast du noch so Leute, die sind so ein bisschen, in, also zwischen äh, einem modernen Unternehmen, ich sehe jetzt Rewe, re mal zu so ein bisschen Fortschritt. Mhm. Die haben ja auch Rewe Digital, die sind ja schon ein bisschen so mhm. äh, weiter in der Hinsicht. Dann hast du doch so, so Versicherungen, und Banken so mit dabei gehabt. Da war es eher so, mhm. ah, okay, ich habe dieses Influencer-Internet-Ding schon mal gehört, ja. Mhm. Aber das ist halt, kommst du so drauf an, wo die Leute halt selber irgendwie ihren, ihren Job halt haben. Und mhm. entsprechend ist es halt bald so, mal so. Ja. ja, stimmt. Es wirkt eigentlich noch Cowboy-mäßiger als früher, wo es irgendwie immer noch einen Bezug zur Bank hatte. Ne? Also da konntest du ja irgendwie immer sagen, ja, mein Produkt soll irgendwie zahlungsabwicklung leichter machen und irgendwie ja, ja, sonst irgendwas ja. in die Richtung. Jetzt ist es immer so, ja, also erstmal der Beruf, der Beruf ist erstmal nicht so einfach zu beschreiben und dann auch noch so für Influencer-Sachen und so, da denkt man immer schon gleich, also denken wahrscheinlich viele Leute vielleicht schon, naja, sollen die jungen Leute mal machen. <laughs> ja, lustiger, ja, das Lustige ist, die sind halt nicht viel älter, die Leute. Also ah, okay. ist so ungefähr unser, unser Jahrgang. Vielleicht ein, zwei Jahre älter oder so. Also es ist nicht so ein krasser Jahr Jahr Altersunterschied. Ach, witzig. Und, und die wohnen ähm, alle da in so Wohnungen, in so Häusern und so und sind so alle richtig so angekommen. Süß. Ja, wir sind halt old, ne? Also ja, wir sind halt Spätsünder. So. Wir sind halt, glaube ich, einfach too late. Ich uh, habe letztens in den Spiegel, genug ganz kurz, ich habe letztens den Spiegel hier zum, vom, vom Fahrstuhl geguckt, wir haben in dem, in dem Fahrstuhl so einen Spiegel und es war so morgens, ich dachte mir so, Alter, wer ist der alte Mann denn da im Spiegel? So, die Augenringe, ja. der Bart irgendwie durcheinander, die Haare auch alles egal. Das war so irgendwie schwitzend, weil es eh schon warm ist morgen. Hab ich habe mir so, oh ja, ja. Ähm, du bist doch nicht mehr 24. Ja, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Also, ich glaube, so krass Altersunterschied gab's, gibt's nicht tatsächlich. Mhm. Vielleicht, also es das heißt maximal mal fünf Jahre oder so, aber mehr auch nicht. Ach, krass, okay. Ja. Und ähm, Interessanterweise war fast durchgängig immer so, dass die Schlussreaktion so: Ja, krass, aber das ist bestimmt viel Geld in dem Ding drin. Also kann man bestimmt gut so. Mhm. Also, alle haben also den Eindruck gehabt, am Ende: Boah, krass, ist bestimmt voll das geile Business. So, Vielleicht hätte ich einen Dollaranzug anziehen sollen. Ich hatte so mein Satoshi-T-Shirt an mit Bitcoin <laughs> und so. <laughs> Nein, stimmt nicht. Und, ähm, aber ich glaube, das war, also, das, das hast du schon gemerkt, so, ah, ist, auf jeden Fall wird das Thema Influencer-Marketing mit Geld mhm. assoziiert. Ja. Aber das wundert okay. dich nicht, oder? Nee, nee, aber das hat, ja. also, ein bisschen schon, weil ich nicht davon ausgehe, dass Leute so den Schluss ziehen und sagen, mhm. ah, krass, das ist bestimmt irgendwie voll das geile Business irgendwie. Ja, ich habe ich, ich ob das nicht eher daher kommt, dass die Leute halt so denken, ja, diese Influencer verdienen eh zu viel Geld dafür, dass sie nichts machen und Licks für so Sache, Werbung ja. und ne Geld und irgendwie die machen viel großen Marken und bringen unsere Kinder, was wäre ja, was ich ja auch häufig als Take hatte, unsere Kinder zu irgendwelchen Luxusmarken, dass die Louis Vuitton haben sollen. Das heißt, man denkt immer, die ganzen Influencer sind halt bereich und die ja, kriegen das ja, ja das durch das Geld. Und wenn du die quasi sozusagen vermittelst und kann was, dann glaube ich, denkt man, dass da einfach viel Geld drin ist. So, ne? Ja, ich glaube, daran, daran liegt das tatsächlich, ja. Aber wenn also wenn die Leute trotzdem eher positiv liegen, weil es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ach so ein Quatsch, also gut, das wäre auch schon krass, wenn man beim mhm. ersten Treffen sagt, <laughs> mit so einem Quatsch verdienst du Geld, wäre schon witzig, aber es gibt, also wenn die alle so ein bisschen älter gewesen wären, hätten vielleicht yeah. ein paar Leute das gesagt. <laughs> ja, kann ich mir vorstellen, so hell, wie damit kann man Geld verdienen. Aber wie gesagt, das ist, der Altersunterschied ist nicht so krass. Und ich glaube, viele davon, von den Menschen sind halt auch so Kunde. nah an diesem Thema dran. Also weil die selber auch Instagram, TikTok mhm. und Co konsumieren zu einem gewissen Grad und da ist das nicht so abstrakt wie für, vielleicht für einen Rentner Rentnerpaar oder so. Das heißt, du hast danach in die Community auch sowas geschrieben, was wir immer bei Instagram in letzter Zeit häufiger kriegen mit: "Hey, ähm, habt ihr schon mal überlegt, Microinfluencer zu werden? Ich habe irgendwie, wenn du, <laughs> ich habe dein Profil gesehen, ich kann das irgendwie cooler machen." Ja. Sofort <laughs> suche hier Leute, kann jemand das? <laughs> ja. Oder nee, aber war aber Homepage nett. Okay. Ja. Ja. Schnell. Das, ja, das war so, ja. Ja, ich, ich wollte nur sagen, ähm, um von dem Thema so ein bisschen wegzugehen, ähm, du hast lange nicht mehr gesagt, bist du eigentlich noch am homepage bauen gerade auch? Oder ist das gerade so ein bisschen äh, weniger geworden? Sommerpause. Okay. Ja. okay. Mach, ne, am Wochenende mache ich wieder so ein bisschen äh, was, ähm, aber erstmal ganz, ganz entspannt. Hm, weil ich mich gefragt habe, ob so diese, diese ganze SEO-Schiene, diese Search-Engine-Optimierung, ähm, ob sich das nicht irgendwie langsam mal wandelt sozusagen weil so das Google so das Nonplusultra ist und alle versuchen irgendwie für Google ganz oben und ne, und diese, diese Tag Words, was wir vor einem Jahr oder so hast du da locker noch von erzählt mm. dass du versuchst herauszufinden ne, welche Wörter schreibe ich in die Anzeigen damit die auch da ankommen wo sie ankommen sollen sozusagen meine ja, meisten ja. Klicks bekommt, damit die Leute das Produkt auch, also gar nicht als Scam, sondern damit die Leute, die das Produkt brauchen, mhm. auch das Produkt finden, sozusagen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt nicht durch Instagram, YouTube, Tutorials und keine Ahnung was und so, dass es, also, ist das der gleiche Optimierungsweg sozusagen, sind das die gleichen Tags und deswegen ist es irgendwie das gleiche fast? Oder versucht man jetzt schon eher zu gucken, nicht Search-Engine-Optimierung, sondern Social Media Optimierungsgedönsgierchen, irgendwie sowas? Oder ist Google non plus ultra still? Also, es kommt, kommt total darauf an, wer oder was du bist und wen du mhm. oder was du erreichen willst. Es gibt, es gibt neben Google gibt es das gleiche Prinzip auch für Amazon zum Beispiel. Es gibt super viele ähm, mhm. Amazon-Händler, die versuchen, hoch bei Amazon zu ranken. Mhm. Ähm, das sind so ein bisschen andere Faktoren, aber da zählt zum Beispiel auch ne? Produktbeschreibung und Bewertung insbesondere und so weiter und so fort. Ähm, das gleiche gibt es auch für, wie soll ich sagen, in anderer Art gewandelter Form, auch für Instagram und TikTok, wobei der Algorithmus einfach andere Incentives hat. Also, mhm. Google-Algorithmus sagt, ich will das nützlichste oder das, die bestpassende Beschreibung für eine Frage, mhm. aber dass der User-Input ja der entscheidende. ist. Also nach dem Motto, ich sage dir, was ich suche, ich sage dir, ich suche jetzt, weiß ich nicht, einen Handwerker im, in mhm. Trostorf. Und das versuchst und das du zu Instagram und sozusagen, ne? was der halt fragt. Ge ja. Genau, Instagram und äh, TikTok hat das auch, das hast auch so eine Suchfunktion, du kannst auch sagen, ich suche hier, aber da suchst du in der Regel nach Leuten oder nach Videos, aber manchmal auch nach Inhalten. Also, und deswegen ist es nicht eins zu eins das Gleiche, aber ähm, was du halt schon versuchst, ist halt, ähm, wie soll ich sagen, die, je nachdem, was du für Content machst auf TikTok und Instagram, halt schon so die, die Intention des, des also der, der Person, die halt nachher deinen Content sieht, irgendwie gut zu treffen und präzise irgendwie abzudecken. Und in der Regel sind die Intentionen gar nicht so vielfältig, weil in der Regel hast du entweder, du willst, ähm, du suchst halt etwas ganz Bestimmtes für eine Transaktion. So, ich suche ein bestimmtes Paar Schuhe, das ich kaufen will. Mhm. Oder du suchst ähm, mit der Absicht, äh, um dich zu informieren. Da hast du eher dieses Vergleichsthema. Also, das heißt, da kannst du so Content machen wie: mhm. hey, die Top 5 Smartphones. Mhm. Die im September released wurden. Das ist eher dieses mhm. Vergleichsthema. Das hast du entweder ein Blog-Format oder ein YouTube-Video-Format oder ein TikTok-Video-Format. Mhm. Oder du hast eben dieses Thema: ich will mich tatsächlich informieren, will mich ein bisschen bilden zu einem Thema. Oder du willst einfach nur rein Entertainment, was halt keine wie richtige so Suchfunktion. und Sachen quasi so, ne? Klar, ja. genau, also so rein so, und, und ich glaube, für diese drei Aspekte halt willst du sich entweder weiterbilden, du willst mhm. einen Vergleich haben oder du willst eine Transaktion abschließen. Dafür gibt es halt auch ganz gezielt halt so Videoformate, die halt auch äh, genau dieses gleiche Bedürfnis mhm. abdecken. Von wegen, jemand will eine Kaufentscheidung treffen, will eine Kamera kaufen, weiß aber nicht welche, aber hier ist ein Video, was halt so einen Überblick gibt und eine Kaufempfehlung mhm. Kauf ausspricht. Das gleiche hast du im Blogformat oder ein post ja, oder wie auch Stimmt. Format. Ja stimmt okay verstehe weil da da, in, da war ich eben drin <laughs> weil unser Waschmittel Wasch, äh, leer gegangen ist und ich äh, bin durch, auf, durch Zufall vor irgendwie drei vier Wochen vor Kanada war es glaube ich noch als ich so ein bisschen hier Get Shit dann gemacht habe ähm, mm -hmm. auf so eine Lust, wurde mir irgendwie aus irgendeinem Grund irgend so ein YouTube Video in meinen Algorithmus gespült äh, vorgeschlagen und ist total witzig weil das war so das war so ein Typ der so Haushaltsmittel quasi testet, aber auf so eine ganz alte witzige Art. Der war so ein ganz spießiger Typ, aber total, ja, ja. aber irgendwie witzig dabei so. Also der, der war so, das war einfach der Waschmaschinenprofi so. Und hm. Also Schwimmmaschinenprofi, Schwimmmaschinen. So, weißt du, weil okay. Schwimmaschinen manchmal ja nicht das tun, was sie sollen, und dann ist irgendwie noch Reste dran und du denkst immer so, ah, wie krieg ich das weg und äh, wo ist das Problem? Und der hat so, es <laughs> war, war, einfach irgendwie einfach ein 43 Minuten Video so über Schwimmmaschinen. Ich hatte Ferien, okay. <laughs> <Ist> okay. <laughs> Ähm, und ähm, das Spannende war so ein bisschen, also was ich davon mitgenommen habe, die Tipps kann ich jetzt hier weitergeben, dann könnt ihr euch das Video sparen. Einmal, wenn die Waschmaschine nicht gut wäscht, vorher das heiße Wasser vom Wasserhahn, also dafür sorgen, dass heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt, weil sonst der erste Spülgang von der, Waschma von der Spülmaschine mit kaltem Wasser passiert. Und wenn du da schon heißes Wasser haben willst, kann das sein, dass die manchmal zu langsam aufheizt bei deinem Boiler sozusagen und dann kaltes Wasser kommt. Und das kann schon mal helfen, mm -hmm. den ersten Spülgang quasi damit zu machen. Und ich habe gelernt, dass es bei Schwimmmaschinen auch so einen Vorspülgang und einen Nachspülgang quasi gibt. Und viele Schwimmmaschinen deswegen auch so zwei Kammern sogar haben, hat unsere jetzt nicht. Aber manche haben auch in der Hauptkammer deswegen extra unten so ein paar Löcher drin, damit so ein bisschen Waschpulver schon. Also es gibt so, sagen wir mal, so zwei große Hauptgänge: einen ersten, um den groben Schmock wegzumachen. Und danach wird halt mit dem gleichen Wasch immer weiter gewaschen. Und bei vielen ist halt so, dass in dem ersten Waschgang kaltes Wasser und gar kein Spülmittel dabei ist sozusagen und okay. dann passiert halt erstmal nicht so viel am Anfang so und wenn du aber so Waschpulver hast so der hat dann einfach die ganze Zeit so das günstigste vom günstigsten advertised wo er einfach so meinte also keine Marke oder sonst irgendwas einfach meinte nehmt einfach das günstigste Pulver was ihr finden könnt gibt ein bisschen was äh, in dieses Hauptfach ein bisschen was in das Nebenfach oder halt Extra das Pulver, damit das eben aus diesen Löchern so ein bisschen rausplopft, bevor quasi ja, ja. die Klappe aufgeht im zweiten Spielgang sozusagen. Und wenn man keine zweite Klappe hat, soll man das einfach in die Maschine so ein bisschen Spülmittel einfach mhm. so mhm. reingießen. Das fand ich interessant. So, und dann dachte ich, das ist mir eben gekommen, weil ich so dachte, unser Spülmittel, äh, unsere Waschmaschinen-Dinger sind quasi leer. Da dachte ich, hm, vielleicht finde ich dazu auch was. Und dann habe ich natürlich wieder gegoogelt, habe geguckt, tschü tschü tschü, irgendwie so Waschmaschinenpulver, Tabs, what's the best, ja, gibt mir ja, irgendwelche ja. Infos. Und dann war ich genau in diesem, äh, diesem äh, Google-Rabbit-Hole, äh, ähm, das du mir gerade so ein bisschen berichtet hast. Weil man mm. immer wieder dann merkt, so, das ist irgendwie strange. Auf einmal sind da die ersten zehn Seiten immer eh die gleiche. Das ist testsieger.de, vergleichsportal.de. Mm -hmm. Dann aber auch so, jede, jede, jede einigermaßen seriöse Zeitung, ne? da ist irgendwie die FAZ, dann ist dann irgendwie mm -hmm. da ein Weltartikel, dann ist dann irgendwie keine Ahnung, ein süddeutscher Artikel und so. Also man hat das Gefühl, so Vergleichscontent, gibt super Klicks. Und deswegen muss jeder, der irgendwas auf sich hält und irgendwie eine Online-Präsenz hat, macht das. Auch so Sachen, wo man denkt so, warum hat mal, Fokus Online einfach jeden Monat also, ist dann auch so mit, mit Datum, so 0 ja, ja, Weil die Leute ja. wahrscheinlich immer gucken, aktueller Testsieger und sonst ja, irgendwas. Ja. Und das ist so dafür optimiert, dass halt auf diesen ganzen Seiten auf einmal diese Testsieger sind. Das ist so witzig, weil man auch sieht, dass die alle die gleichen Quellen angraben. Die haben nicht alle selbst getestet, ja, ja. sondern es ist halt immer das Gleiche. Rewrite, das ist so witzig. Ja, ja und ähm, das fand ich interessant. Hat mich ehrlicherweise nicht weitergebracht. Ich suche weiter. <lacht> <lacht> da, da merkst du halt einfach, wie. Um wie verzweifelt auch so äh, manche Online-Publikationen mittlerweile sind, Total. weil die halt, wie du auch gesagt hast, von ihrem Kernthema, also weil sie Fokus zum Beispiel ist eigentlich eher was, wo man sagt, geht's geht um Nachrichten, ist mhm. plötzlich irgendwie Waschmaschinentests dir reinknallt, mhm. weil die einfach merken, okay, uns brechen die Umsätze weg, weil du mhm. halt einfach grundsätzlich einfach alles, was Online-Medien sind, einfach irgendwie nicht wirklich die besten Jahre hat in letzter Zeit. Mhm. Aber was funktioniert ist, deren Domain ist halt relativ stark noch. Und das für Google relativ relevant ist, so nach dem Motto, wie viele Leute vertrauen dieser Seite oder besuchen diese Seite regelmäßig, wie viele verlinken auf die Seite. Mhm. Können sie sagen, okay, wenn wir jetzt einfach Copy-Paste eigentlich nur diese, diese Sachen wiedergeben, kriegen wir halt Hegels mal Klicks und können ein paar, paar Google-Ads platzieren und dann irgendwie ein bisschen Geld noch verdienen. Ja. Aber es ist halt kein nachhaltiges, geiles Geschäftsmodell. Da muss man halt ja, wie also bei allen Technikfragen so vor, oder so Online-Fragen, Chip.de immer ganz oben ist. Und man denkt so, ja, ja. ja es ist immer ein Virus. <laughs> es geht irgendwie aus irgendeinem Grund immer, geht irgendwie mein Virusprogramm an. Und man denkt so, <laughs> hm, ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles ja. ein bisschen merkwürdig, was da so von unserer Jugend quasi noch so übergerät. Oder Giga, auf einmal kommt dann die ganzen Giga-Seiten wieder. Und man denkt so, hä? Ihr seid tot. What was, the was, was tut ihr da? Warum seid ihr Ach, noch tot? Gibt hier? Gibt's die doch, oder? Ja. Also ja, ja, aber nicht also als Sender und so, sondern es gibt quasi die Online-Seite mit so Blogs und keine Ahnung, ja. ob die an wen die gerade verkauft wurden, keine Ahnung was, aber das ist auch immer dann so, wenn du irgendwas äh, so online-medienrelevantes irgendwie googelst, kommt immer chip.de, giga.de und so weiter und so, so ja, Ich muss die ersten sieben Artikel erstmal überspringen, weil es einfach alles der gleiche copy paste bla ist und die so sinnvollen mhm. Antworten stehen mhm. irgendwo da unten. Und äh, das ist dann immer irgendwie ganz witzig. Das, das erinnert mich ein bisschen daran. Ähm, ich glaube, das ist so typisch, gerade so, äh, gerade bei diesem Giga-Fall wahrscheinlich stand irgendwann mal dieses, diese Marke zum Verkauf. Da haben ich gesagt, okay, wenn wir ja. das Ding haben, irgendwas gekauft und dann ist, betreibt das in dem Sinne weiter. Ich war äh, kurz vor meinem Urlaub, also vor ein paar Wochen, war ich in Bonn der Innenstadt und dann bin ich bei Scotch Soda vorbeigelaufen bei diesem Klamottenladen. Mhm, mhm. Und da stand da so, ja, Räumungsverkauf und wir machen zu und bla. Und ich hatte vorher, ein paar Tage vorher, gelesen, dass die äh, insolvent sind. Ah, okay. Ist das da irgendwem oder ist das Standalone-Ding? Es ein, ist eine Eigenmarke, also es ist Standalone-Ding, aber es ist halt Franchise-Unternehmen. Das heißt, äh, ja. das habe ich dann erfahren. Ich bin nämlich in den Laden, dachte also, mir, okay, bei so viel Rabatt kannst du ja auch mal irgendwas mitnehmen für euch. Das ist da was Cooles da. Und dann, ähm, genau, äh, habe ich so ein paar Sachen anprobiert, da kam dann so Verkäufer und habe ich den so gefragt, so, hey, wie sieht's aus, ne, so Macht ihr wirklich bald zu, oder gibt es halt wieder Hoffnung und habt da so ein bisschen versucht, so Informationen zu rauszuziehen. Ja. Äh, er also erzählt, dass ähm, tatsächlich nur halt äh, Deutsch, also Scotches oder Deutschland, Belgien, Luxemburg, ich glaube, vielleicht Niederlande noch, aber auf jeden Fall nur quasi dieser Part mhm. insolvent ist und nicht die Welt quasi mhm. Marke. Und dann aus also der Online-Shop wurde schon verkauft quasi, hat einen neuen Betreiber gefunden. Mhm. Und wir suchen quasi noch jemanden, der es dann als Franchise betreibt, quasi. Also der quasi sagt, ich habe, hier sind so Filialen, hier sind so, weiß ich, deutschlandweit so und so viele Filialen, ich kaufe das, betreibe das, also kriege quasi die Ware von dem Hauptproduzenten von Scotch Soda, verkaufe die halt in meinen Shops, verdiene das Geld für mich und zahle halt eine Prämie an, als franchise quasi an die Marke Scotch Soda. Also das. der also suchen die eigentlich nur einen zentralen Franchise-Nehmer für diesen Raum, den du gerade berichtet hast, so ein bisschen? Ja, zentral Nicht oder halt eben lokal. Eine neue ich, Einzelne also, quasi einfach, meinst du? Vielleicht, vielleicht, okay. ja. Das fand ich oh, spannend und ich ja. so, boah, schade, weil, also, ich es halt voll geil, wenn du halt so eine Marke irgendwann, also wenn du irgendwann mal so rich as fuck bist, dass also du sagst, ich kaufe jetzt so eine Marke auf und äh, bau die quasi neu auf mhm. oder mach die nochmal krass. So ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Louis Vuitton moë Hennessy. Die nee, gehört quasi nicht. alles, was so Luxusmarken angeht. Also Louis Vuitton, aber auch noch so andere Brands. Ich meine, aber ist Louis Vuitton quasi die Muttergesellschaft quasi jetzt? Oder meinst du nur, die gehören alle zu noch irgendwem Krassen sozusagen? Nee, die Muttergesellschaft heißt quasi LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Ah, okay. Da drunter ist aber Louis Vuitton als Brand quasi drunter, aber noch viele, viele andere. Moet und haben dieser Likör, äh, was ist das, Cognac oder was? Okay, Hennessy, resekt. Cognac und dann. Ja, genau, Hennessy ist Neues, Genau. Moes, genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Okay. Aber die gehören auch viele andere Marken und mhm. die haben zum Beispiel Birkenstock gekauft vor einer Weile. Ah, das habe ich mitbekommen, yo. Und äh, da merkst jetzt halt auch so, und Birkenstock war eine ziemlich coole Geschichte von, hey, so, so Latschen, die jetzt irgendwie nur, äh, weiß nicht, so Ökos tragen, in Anführungszeichen. Mhm. Deutsches irgendwie Unternehmen hier aus dem Rheinland oder was auch immer, irgendwo da Richtung Koblenz produziert, alles cool. Jetzt wird es gerade zur Weltmarke und mittlerweile kosten Birkenschocks einfach irgendwie 120 Euro und mehr. Das habe ich mitbekommen, jetzt so eine das ist crazy die teuer, die geworden sind, ja. Aber das finde ich ganz cool, wenn du also halt so phasenweise merkst, okay, irgendwas hat nicht mehr funktioniert, mhm. aber irgendwer sagt, hey, ich krieg das, ich krieg das cool hin. Übernimmt es und macht es halt geil. Und äh, ich hatte kurz eine Hoffnung schon mal bei Scotch Soda, dass ich das irgendwie geil machen kann. Das, das verschenkt mir ja. auch. Ah, gut, dass du fragst. Du bist der Erste, der fragst. Also, du hast die Schlüssel hier, wenn du willst. <laughs> ja, da hinten wird genäht. Du kannst sagen, was du gerne hättest. Ja, okay. Aber das wäre mal interessant, eine Statistik zu sehen. Wie viel der Läden, die wir so in der Stadt sozusagen sehen, also die so konkret da sind, sind Franchise-Unternehmen und wie viel sind wirklich. Noch Standalone-Marken, weil, also gut, das wäre immer noch ein Unterschied. Weil, wie ist das, so ein Rewe? Ist das schon, ist das komplett Franchise oder ist das so eine Art wie Franchise? Halb, halb. Also, es kommt darauf an, ah, es gibt die eigenständigen Reves zum Beispiel. Mhm. Da ist halt, da sagt jemand, ich mache mich selbstständig. Ich hätte gerne die Rewe-Brand, ich hätte gerne die, die, die Zugriff auf Lager und Produzenten und Lieferanten. Mhm. Aber der Laden ist quasi den. Und die betreiben den und das ist doch deren Geld, was da reinkommt. Das Einzige, was die halt machen, ist, sagen halt, okay, dafür, dass wir halt diesen Rewe-Brand nutzen dürfen, zahlen wir Rewe halt ein Prozent von unserem Umsatz, den wir mhm. machen. Aber es gibt auch Rewe, die werden von Rewe selbst betrieben. Mhm. Die Leute Ach, okay. alle Mitarbeiter sind quasi. Okay, interessant. Also, es gibt quasi Franchise, halbes Franchise und normal sozusagen, also nicht normal, also und halt eigenständiges, kein Franchise. Also sowas, ja. genau, kein Franchise. Okay, weil irgendwie mein Gefühl würde jetzt sagen, dass einfach, dass so, so richtig, also große Marken oder große Läden quasi fast nicht mehr alleine sozusagen sind. So könnte ich mir vorstellen, also dass wenn du jetzt irgendwie so sagst, du willst kein Franchise-Unternehmen einfach mal so finden, musst du wahrscheinlich eben in diese kleinen Schmuckläden in Belgischen gehen oder keine Ahnung was. Aber wenn du Ach jetzt auf so, die ja ja. gehst, findest du wahrscheinlich dann nur noch Läden, die halt irgendwie zu, also die halt Franchise oder halbes Franchise sozusagen dann sind. Könnte ich mir vorstellen. Ja, die meisten Marken gehören zu irgendeinem großen Unternehmen. Ja, ne? Lustigerweise siehst du jetzt zum Beispiel, wenn du bei HM auf die Website gehst und dort shoppen gehst, mhm. ähm, Siehst du ja ganz viele Artikel plötzlich und wenn du draufklickst, siehst du, ah, das ist ja gar nicht von HandM, das ist Ach, von Arcade oder das ist es von Cost oder das ist es von And Other Stories und am Ende ist es von ah, Also, nicht. Ähm, okay. Und das heißt bei fast, das hast du mittlerweile bei fast allen Klamottenläden, das ist halt, das gehört zu irgendwem, das wieder okay. gehört zu irgendwem anders. Am Ende ist, äh, läuft das alles unter irgendeiner Dachmarke zusammen und. Ja, mhm, 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 mhm. ja wahrscheinlich, mhm. weil es einfach also einfach günstiger ist sozusagen. Also weil sich ja wahrscheinlich diese kleinen Läden, also die kleineren Läden dann sozusagen nicht mehr leisten können oder einfach aufgekauft werden und äh da, also und dadurch sich Profit versprechen und dadurch irgendwie sich bessere Plätze in den Städten versprechen und so weiter und so fort wahrscheinlich, ne? Weil es gibt ja, wahrscheinlich weil du als, wenig Nachteil. Du kannst halt eine Marke, kannst du halt nicht unendlich weit, wie soll ich sagen, ähm, für alle mm. cool machen. Also wenn zum Beispiel HM bist, dann sprichst du mit der HM halt bestimmte Zielgruppen an. Mm. Und wenn du aber sagst, ah, aber ich weiß, es gibt auch Leute, die suchen hö höherwertige Klamotten. Und wenn ich die aber unter dem gleichen HM-Brand verkaufe, mm. dann ist es schwierig, weil der Brand ist ja eigentlich so. Äh, weiß ich cool, aber auch ja, günstig und, und so, ja. So, und dann sagst du, aber wenn ich jetzt Arcade mache, daraus gleiche Lieferant, gleich Diskussion, ein bisschen höherwertige Stoffe vielleicht und mhm. doppelt so teuer, dann mhm. funktioniert das. Und dann Witzig. differenzierst du quasi so deine ganze Produktpalette in, in verschiedene Segmente rein. Ähm, mhm. ja. Ja. Arcade kenne ich gar nicht. Ist es auch ein Laden, den es in Köln und so gibt? Also es ist einfach so ein... Ja, ja. ein okay. Gibt es auf dieser, wie heißt die eine Straße, nicht Hohe Straße, sondern ich glaube schon, ja, wahrscheinlich dann, ne? da, ähm, da wo dann auch dieser Dingspups-Laden ist, dieser Fit Fitnessanzüge Laden, ja, ja, tomorrow. Shaping it Tomorrow dann ja. ja. wie wie ist ja. es mit ähm, mit Zara? Das, das, weil das hast du auch ein paar mal erwähnt schon mal, äh, das ist auch größer als ich denke, ne? Weil für mich existiert Zara quasi nicht. Also ich also ich war da einmal drin und ich, ich habe den mal einmal so, aber ich glaube der ist auch ein Riesending, oder? Ja, ähm, Pull and Bear. Massimo Dutti, Bershka, Eusho, Zara mhm. Horm, Stradivarius gehört dazu, komischerweise. Und Zara selbst. Mhm. Fragt frag mich nicht, was das alles für Marken sind, ja. aber das ist also so. Ein paar also paar ja. Ja, also das gleiche Prinzip wie mhm. bei Hound, äh, ein ich gesagt habe: oh, Massimo Dutti ist so ein bisschen höher, also ein bisschen teurer. Mhm. Pullet Bear ist so ein bisschen eher so für Männer, aber dafür halt irgendwie so ein bisschen alternativer, nicht, nicht typisch Zara. Mhm. noch mal günstiger, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, spannend. Yes. Also, ich mhm. kaufe Scotch Soda nicht, das wollte ich eigentlich noch sagen. Das ist Schade. Ja. Hast du das, das nicht beim, 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 beim Straßenfest allen erzählt? Also, mir gehört ich eben wollte, Scotch also, oh. ja, ist leider. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja. Ich habe ähm, ja. ich, ich hab so nur so noch so zwei, drei Mini-Sachen irgendwie bei mir hier auf der Liste. Ähm, einmal wollte ich dich nach Tipps fragen. Da du großer mhm. ähm, Experte auf diesem Gebiet bist. Ich fahre nächstes Wochenende mit meinen Leichtathleten wieder ins Trainingslager quasi das Wochenende. Das habe ich jetzt mhm. ja mhm. schon gemacht. Und ich bin gerade irgendwie ein bisschen unkreativ. Also ich habe so ein paar Ideen. Ähm, also das, das grobe Programm ist geplant. Also alle Training, also alle Sport, mit Volleyball, ne, da, mhm. damit können wir eh die ganze Zeit rumkriegen. Das ist gar kein Problem. Also es ist nicht, dass man irgendwie noch dringend was bräuchte. Aber irgendwie letztes Mal hatte ich als kleines Gimmick, so was irgendwie ganz cool ankam und ganz schön war, so, dass ich für alle so T-Shirts geholt habe und dann haben wir die selber bemalt und so weiter und so fort, was irgendwie cool war, als Gruppe da abends zu sitzen und die Sachen zu bemalen und so, mhm. so irgendwie. Mhm. Cooler als man denkt, weil das klingt eher wie so Kinder-Pfingstzeit-Lager, aber es war, das ist so eine Sache gewesen, die tatsächlich auch mit den Großen ganz gut funktioniert hat, interessanterweise. Mhm. Und irgendwie überlege ich die ganze Zeit noch so, was wir so dieses Wochenende noch so machen können, was jetzt nicht Spikeball, Volleyball und so weiter ist. Und ich dachte, du bist der Meister der Großgruppenspiele. KJG-Erfahrung, Jugendleiter ähm, und so weiter und so fort. <laughs> ich, hast du eine Idee? Merk, merkst du selber. Was war noch auf der Liste? <laughs> ja, ich wollte eigentlich nur meine Verzweiflung mitteilen, weil ich war so, oh, ich könnte jetzt so einen riesen Quiz bauen mit so einem oh, und so weiter. Zwischen 16 und 26 ungefähr. Und du kannst alles mit denen machen, was wir auch machen. Also, du kannst, also, die sind total coole Leute, mit denen du alles machen kannst, quasi. Und ich habe schon überlegt, ob ich so ein Quiz vorbereite mit so PowerPoint-Full, und dann immer so, ne, so Quizabend machen. Aber es ist irgendwie mit 14 Leuten, boah, weiß ich auch nicht so richtig. Dann war ich so bei so, Pantomi also ich weiß, so ähm, Pantomime, also, hier weißt du, so Montagsmaler Pantomime-Sachen, so zwei Teams gegeneinander, mhm. Sechser-Teams. Und dann, ne, hast du irgendwie so eine Stunde nettes Programm, irgendwie, wo man sich so ein bisschen drauf freuen kann. Und dann dachte ich auch, boah, irgendwie zu viele Leute dafür. Also wir nehmen halt irgendwie Werwolf mit, das ist halt immer ganz witzig so. Dass viele haben das halt schon überspielt und finden es nicht mehr so geil, aber von denen, das war letztes Mal richtig witzig mit denen. Mm. Ja, und irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen sowas, so ein cooles, cooles, cooles Ding, was ehrlicherweise aber auch nicht so viel Aufwand mm. <laughs> mit sich bringt, weil ich nicht Lust habe, so mega viel Arbeit da reinzuschicken, weil es nicht nötig ist sozusagen. Es wäre halt nur so ein Bonus. Ja, okay, ich äh, lese mal vor. Ja, das, ich habe auch äh, gegoogelt, ich bin mal gespannt, was du findest. Also, Spieleabend hatten wir schon. Hm, sehr Open gut. Air Kino. <laughs> Kannst du mhm. einfach ein Beamer, Beamer mit einfach... Ah, den habe ich leider verkauft, mein Beamer von der Gesamtschule. Nicht gebraucht habe, trau ich nicht mehr. Schade. Kein Beamer mehr. So kochen und essen, gemeinsam kochen, so eh. in so Gruppen. Machen wir eben eh. okay. ein wieder. Karaoke. Ei, 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 ei. Mhm, nette Idee. Also, für dich ist es nicht schlecht. Mhm. Äh, Theater und Karaoke Improvisation. Ich verfolge voll gut. <laughs> <in> Karaoke. <laughs> Theater oh. und Impro. Das finde ich ein bisschen witzig. Das habe ich nämlich auch schon gelesen. Das, also ich habe es so gelesen als so eine Art Freeze-Spiel. Das fand ich ein bisschen komisch, aber vielleicht kann man daraus was entwickeln, weil es war dann so zwei Leute improvisieren quasi. Zwei fangen an und wir improvisieren so ein Theaterstück mm -hmm. und es kann jeder aus dem Publikum mal Freeze rufen und dann die Stelle der Person einnehmen, die am längsten schon quasi da mitspielt. Und dann ergibt sich so eine witzige Geschichte. Das ist so ein bisschen wie, kennst du das? Alle haben so ein. kennst du wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise, aber vielleicht kennst du es jetzt. Wahrscheinlich mal. nicht, aber ich tue es so, ja. Jeder mhm. hat so ein vier zettel und man schreibt so einen Satz quasi, der eine Geschichte gibt drauf, dann knickt man das, dann gibt man das an den Nächsten, dann knickt man es an den nächsten, dann ah, ja, quasi ja. entwickelt sich so eine Geschichte und jeder hat nachher quasi eine einzige Geschichte. Ich bin gut, das schreibe ich mir mal auf, das sollte ich vielleicht ein bisschen. Vielleicht machen wir das. Aber ähm, das gut. geht so ein bisschen in die Richtung und das ist eigentlich ganz witzig, weil so eine Gruppe. Da, da schämt sich halt keiner für irgendwas und alle haben ja. da irgendwie Spaß dran und vielleicht könnte man da irgendwie so in, so in der Impro Richtung was Witziges machen muss ich mal gut denken. danke Willi bitte next, next. was das lösen das wir als nächstes für für ein Welt okay Problem. jetzt lösen wir das nächste Problem das tatsächlich ein Problem ist weil ich muss erst mal kurz aufschreiben äh, oh Gott was kommt jetzt warte. Impro <laughs> Zettel Geschichte danke so ich wusste, das ist, ich wusste, auf dich ist Verlass. Hammer. Immer. Ähm, Immer. Wir fahren nach Prag. Ähm, das ist unsere Kursfahrt ähm, vor den Herbstferien. Das heißt, in so einem ja, Monat ja. ungefähr bin ich in Prag. Und ähm, also was wir da machen, wissen wir schon und so, also Programm steht okay, schon so ich fest. Schon ich wollte schon gerade googeln, was? What to do in Prag. Nee, also das ist alles cool. Wir gehen da irgendwie nach Theresienstadt, ähm, uns ein bisschen geschichtlich bilden, wir gehen in die Tropfsteinhöhle, so ein bisschen Outdoor-Fun. Und die Abende werden wir irgendwie so ein bisschen. Ich werde da so meine traurigen Spieleabende und Bikeball anbieten und alle werden feiern gehen und trinken mit den coolen Lehrern. Aber hey, ein paar verlorene Seelen werde ich einsammeln, das ist okay. Ähm, und jetzt stehen wir vor dem großen Problem, das eine Kursfahrt immer mit sich bringt. Wir müssen gerade diesen Elternbrief schreiben und äh, mhm. Jetzt geht's so ein bisschen, also und jetzt, ne, es ist ja eine Schulfahrt, das heißt, es ist G8, das heißt absolutes Alkoholverbot, so auf so einer Fahrt ja. zum Beispiel, ne? Absolutes Alkohol- und ja. Drogenverbot und so weiter. Und ich finde es total merkwürdig, weil wenn es nach mir gehen würde. Mhm finde ich es gut, wenn wir es einfach durchziehen. So, also ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde, man kann so auch gemeinsam beibringen, so ihr seid Idioten, wenn ihr denkt, ihr könntet nur so Spaß haben. Aber sind wir ehrlich? Wir leben nicht in meiner Flauschiewelt. So, so ist sie halt nicht. So, 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 ich brauche da nicht rausgebracht. Also das weiß sogar ich. So. Ähm, aber jetzt fühlt es für mich komisch an, so einen Elternbrief aufzusetzen, wo das so drin steht, wenn ihr Kind Alkohol trinkt, holen Sie es sofort ab, bla 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 und so mhm, weiter und so fort, weil du es eben vom von den, von den Gesetzen her so formulieren musst quasi. Ähm, und dann fahren wir alle dahin und zwinkern uns quasi in der Busfahrt schon alle so zu. <laughs> ja, natürlich. So. Und das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig, da so einen Mittelweg zu finden. Klar, in der Praxis ist das dann in der Regel gibt es dann so Sachen wie: Hey, solange du überall pünktlich bist und du irgendwie nicht verkatert morgens beim Frühstück sitzt, ist irgendwie alles cool. Solange es quasi nicht ja, auffällt, ja. ist irgendwie alles in Ordnung, sei halt einfach clever, hab's halt nicht irgendwie vor uns. Aber es fühlt sich für mich so so komisch inkonsequent verlogen an, wenn ich das da drauf schreibe und das auch so vertrete, weil und dann musst du nachher auswählen zwischen vielleicht dem braven Schüler, der so ein bisschen zu viel getrunken hat, aber irgendwie dabei ist und dann hast du auf einmal ja. irgendwie einen Asi dabei und bei dem bist du dann auf einmal irgendwie also ist die Gruppe dann irgendwie strenger, weil es ja eh klar, dass der Mist baut und dann fährt der auf einmal nach Hause und der nicht und dann hast du diese nervigen weichen Kriterien für eine relativ harte Strafe, so weil natürlich kannst du nicht im Hotel irgendwie, das gab es schon mal bei Kussfraten so da haben die die Hotellobby irgendwie nachts auseinandergenommen, so da haben die irgendwelche Sachen runtergeschmissen, dann gab es irgendwie Schäden und so weiter und so fort. So da würde ich jetzt sagen, gut, da kann man sich relativ schnell einig sein, gut, dann fährt er halt nach Hause, so dann wusste ja, er ja vorher, mach halt keinen Scheiß. Ja, ja. So, aber wie ist es jetzt mit jemandem, der da morgens irgendwie mit Kopfschmerzen Kopf liegt auf dem Tisch und der ist halt völlig durch und kriegt den ganzen Tag quasi vom Programm nichts mit und kann irgendwie nicht so richtig mitmachen. Dem ist schlecht und der fährt gar nicht mit dann nach Theresienstadt sozusagen. So, was halt irgendwie ein wichtiger Programmpunkt sozusagen für diese Fahrt ist. Schickst du den dann irgendwie nach Hause oder nicht? Also wie gesagt, wenn es an mir gehe, die Eltern unterschreiben das. Die Eltern sollen schön nach Prag fahren, schön die Kinder abholen. Finde ich eine witzige Nummer. Aber das wird nicht passieren. Und deswegen ist die Frage, was macht man da? Also wie geht man damit um? Ich finde es einfach komisch. Dann sind da noch zehn Lehrer mit zehn jetzt, jetzt pädagogischen Rat von mir haben? Nee, ich will, ich will, da, ich will, ich will mich da mit dir drüber unterhalten. Ich finde es wirklich interessant, weil ich da wirklich hin- und hergerissen bin. Ich bin wirklich unschlüssig, wie ich damit umgehen soll, mit der Situation. Weil im Endeffekt wird das passieren, ich werde mich einfach den anderen Lehrern beugen. Natürlich werde ich da jetzt nicht irgendeine Hardliner-Nummer durchziehen, die <laughs> nicht funktioniert, <laughs> weil es gar keinen Sinn macht. Wenn dann die anderen acht erfahrenen Kollegen sagen, ja, wir hängen das so, bin ich froh und dann hänge ich mich da einfach dran. Aber trotzdem fühlt sich's Einfach ein bisschen komisch an. Um das noch ein bisschen absurder zu machen, vielleicht für dich. Der letzte noch Abend absurder? ist auch, Was? Ja, der letzte Abend ist äh, irgendwie geplant, in einem Brauhaus zu essen, so wo halt dann klar ist, okay, warum gehen wir in ein Brauhaus? Weil die Lehrer haben es nicht organisiert, ne? Dass wir halt da essen gehen. Das heißt, hm. du schreibst auf diesen Zettel, absolut das und das und das geht alles nicht. Und dann musst du nachher. Irgendwie sagen, ja, du fährst nach Hause, du nicht. Das Gute ist es am letzten Abend, deswegen ist es eh egal. Also es gibt, also mein Verständnis jetzt von der Situation ist: es gibt, es gibt ein klares, okay, es gibt eine klare Richtlinie, mhm. ein klares, klares Gesetz quasi, was mhm. sagt kein Alkohol, mhm. keine Drogen. Mhm. Dann gibt es aber eine Art Gentlemen's Agreement zwischen den <laughs> beteiligten Parteien, dass da heißt, wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht hören, wenn es nicht, nicht auffällig ist, dann, ähm, wir können euch ja nicht, wir sind ja kein, ja kein Stasi-Staat, wir können euch ja nicht kontrollieren, wenn ihr dann irgendwo seid, was trinkt, dann. Korrekt. So. Das heißt, man sagt ja nicht, los, pass auf euch, sondern hey, macht, also macht, was macht was ihr machen müsst, dann macht's nicht doof. Und wenn euch jemand quasi, also wenn ihr dann aber erwischt werdet, beziehungsweise wenn es halt dann eskaliert und wenn es halt dann irgendwie zu viel ist, dann ähm, gibt es Konsequenzen. So. Und mhm. bei den Konsequenzen gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Man muss ja nicht direkt die Todesstrafe hängen. Mhm. So. Da hatte ich gesagt, wenn jemand da irgendwie am Frühstück sitzt und äh, nicht funktioniert, dann gibt dieser Person eine Kotztüte in die Hand und schleppt den halt mit. <laughs> lass diese Person halt mal spüren, was es heißt, einen Kater zu haben den ganzen mhm. Tag. Das ist dann eine andere Form der Lehre, als vielleicht irgendwie durch so ein so ein kulturelles Gebiet in Prag zu laufen und sich zu bereichern an Informationen über was weiß ich was. Das ist mhm. dann eher die Lehre, das ist scheiße, ich mach das nie wieder. Mhm. Aber es ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Und wenn eine mhm. Person dann irgendwie das, das keine, keine, keine sozusagen, nicht draus lernt und das nochmal macht, kann man nur sagen, hey, du hast, ne? du hast mhm. schon einen Tag verkackt, das jetzt gut und da mhm. so, wir rufen jetzt deine Eltern auf. So. Also mhm. man kann das, so hätte ich, also ich hätte das, ich mhm. finde es halt super schwierig, das im Vorfeld irgendwie. Ja, ja, das finde ich, ich auch. Sagen, ich glaub, da wenn das, dann auf. das. Mhm. Ne? Deswegen mal gucken. Und es gibt ja auch, äh, wie soll ich sagen, es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere, die dann, wo man auch so Dinge halt wie beim Gericht halt so ranzieht, so wie zeigt die Person Reue, <laughs> mhm. Hat, entschuldigt sich die Person und so weiter. Ne? Mhm. Und dann würde ich jetzt später mhm. Strafmaß ja, da, danach ausrichten. Und ja. So wird es ja G wahrscheinlich laufen. Ne? Also. Genau, das ist natürlich, was die, genau, das ist halt so wie damals im Ref, wo man so denkt, was ist, wenn ein Schüler Scheiße baut und er immer weitermacht und nicht aufhört sozusagen. Du holst ja nicht immer nicht, also klar, die ja, Polizei im ja. Zweifel, aber so, ne, das sind natürlich so Sachen, die werden nicht passieren. Aber ne, in dem Szenario, das du jetzt gesagt hast, was wenn so der Schüler dann sagt, so, nee, Peter, mir geht's grottenschlecht. Ich komme natürlich nicht mit. Sie können mich nicht zwingen, jetzt hier mitzugehen. So, dann sagt man ja nicht, okay, dann wirst du jetzt abgeholt. Sondern, also, ne, das ist halt, es gibt so viele Einzelfälle, die man im Vorfeld irgendwie so versucht durchzudenken. Ich glaube, ich bin da ein bisschen verkopft, vielleicht auch. <laughs> und äh, weil ich halt keinen Bock habe auf diese Unfair-Diskussionen, weil ich die verstehen kann. Also, weil die Praxis in Schule ist meistens so, die braven Leute, die in der Regel brav sind, denen passiert auch nichts. Und die, ja. die eh den Stempel haben, ah, auf die müssen wir besonders aufpassen, sozusagen. Ne? Wenn die quasi dann so morgens da sitzen, dann stürzen sich alle drauf und sagen, ja, haben wir doch gewusst so ungefähr. Und irgendwie fände ich es ganz blöd, wenn ich nachher in so einem in so einer in so einer Situation gefangen bin ja. und dann irgendwie mein Name sozusagen darunter steht, dass da unfair gehandelt wird. Aber ich glaube, es ist einfach vermessen zu denken, dass man da fair handeln kann, weil es, es gibt keinen es gibt da keinen kein Maßnahmenkatalog. Es gibt da quasi keinen fair ist halt so im Auge des Betrachters. Das eine finde ich fair, das für ein anderer unfair. Das wird nicht funktionieren sozusagen. Und ich glaube, daran hänge häng ich mich gerade so ein bisschen auf die ganze Zeit. fair wäre nur, wenn du von Anfang an sagst, okay, das ist die Regel, die werden konsequent durchgezogen. Ja. Alles andere, wie du sagst, ist halt eine Interpretation einer Person, ja. die sagt, ja, okay, passt schon noch oder passt halt nicht mehr. Genau. Aber gleichzeitig willst du ja auch nicht, äh, wie soll ich sagen, weiß man ja auch, was das in wie soll ich sagen, so eine Abschlussfahrt ja, für Stellenwert hat für, für absolut für so eine Gruppe halt auch und dann ja. Ja. Und dann kommt glaube ich noch, was immer noch dabei ist, was man nicht vergessen darf. Also ich bin halt also manchmal vielleicht aber ich bin halt auch kein Roboter so es gibt so Sachen wie ich würde einfach völlig kotzen wenn die ähm, zum Beispiel nicht pünktlich zu so einer Führung kommen und solche Sachen weißt ja, du dann, ja. ist dann dann dieses persönliche Enttäuschgefühl das würde mich so nerven so, ne? und dann hm. du hast aber ne, du hast halt keine Strafen dann da das sind halt q 1 es gibt halt einfach keine St also was willst du machen so ne und du lässt sie ja nicht abholen wenn der 10 Minuten zu spät kommt aber es ist so Nervig für die ganze Gruppe und so unangenehm, wenn dann alle sich auf diese Person quasi warten ja, und so. Ja. Und ich glaube, da muss ich für mich jetzt einfach lernen, dass ich dafür einfach nicht verantwortlich bin. <laughs> so, die sind halt halb erwachsene Menschen. Und ich kann denen vorher sagen, hey, pass auf, das sind Sachen, die mir wichtig sind. Hm. Wenn die halt hm. aktiv darauf scheißen wollen, dann werden sie es tun. So, dann kann ich auch machen, was ich will. Dann werde ich weinend in meinem Zimmer sitzen, aber dann ist es halt so. <laughs> ja. Ja. So ist das, ja. ja. Das wird auf jeden Fall spannend, ja. glaube ich. Also, erste Kursfahrt finde ich schon interessant, was da so auf einen zukommt und auch selber diese Belastung von fünf Tagen nonstop online sein quasi, mhm. also ne, die ganze Zeit so, mhm. also was ich immer mitgehöre, so dass die Lehrer dann auf den Fluren sitzen bis morgens um fünf und so, weil die, weil das Hotel die ganze Zeit anruft und sagt, hey, die machen nur Scheiße und so und denke ich mir, oh, hab ich gar keinen Bock drauf, dass die einfach Scheiße sind, weißt du, die sollen den mhm. Spaß haben ohne Ende und ich bin der Letzte, der da nicht für offen ist und so ne, aber wenn die einfach alle damit abfucken oh Gott, das wird mm, so nervig. Mm. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Ich, ich glaube, ich, ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und das ist gut, wir ja. sind zehn Lehrer, das heißt, ich kann mir sonst die netten, guten Leute raussuchen, mit denen schöne Sachen machen und die ganzen Bad Cop-Sachen überlasse ich anderen. Das können andere eh besser. Klingt gut. Klingt gut. Ja, ja. Das, wird, das wird so ein bisschen Prag sein. Und ähm, ich wollte noch einen Tipp von dir. Heute ist die große mm. Willi-Wills-Wissen. Also Willi-Wills Max, wissen Das ist dass jetzt der letzte, der gratis ist. Danach, danach, okay, okay. okay. <laughs> die Dono, ich mach die Dono fertig, Bruder, kein Problem. <laughs> die Dono, äh, Donation? Ja, natürlich. Ja. Ich hab die so, äh, also Stream Streamer-Slang äh, so. Lingo, genau. <laughs> Sagen wir. Lingo. Hm. <laughs> ich habe auch nicht viel b bei geguckt, deswegen äh, war, war viel Stream. Ähm, <laughs> Aber ich glaube, das ist auch super klein. Und dann haben wir noch ein technisches, technisches Thema. Technisches, Ach, Thema. Thema. technisches also, Thema. Facharbeitstraining ist morgen. Ich darf äh, mhm. wieder Q1 an Facharbeitsschreiben beibringen. Und ähm, ich möchte mit dir gemeinsam ein Problem besprechen, das ähnlich problematisch ist wie das Prag-Problem. ist ein, ein Dilemma, könnte man fast sagen. Ähm, das das chatgpt dilemma ist. Ja. <laughs> Nee, das, das, das wenn das, so das haben wäre. alle akzeptiert. Nee, nicht. ja, das, ich glaube, da ist mittlerweile allen klar, ja, komm, ist auch scheißegal, I don't know. Ja. So, ähm, nee, es ist mehr so ein bisschen das Literaturproblem, ähm, dass ich mir dumm vorkomme und irgendwie da auch wieder so was verkaufe, was irgendwie nicht gut funktioniert ist, dass ähm, die ja sinnvolle Literaturrecherche betreiben sollen und die sollen dann auch mal eine mhm. Buchquelle mhm. nehmen und so weiter und so fort, und die sollen mal zur Bibliothek fahren und so weiter und mhm. ähm, jetzt nach der Corona-Zeit ist es in manchen Bibliotheken so in der Uni Köln war das zumindest letztes Jahr glaube ich noch so dass du nicht mehr einfach so als, als Fremder da irgendwie die mal ein Buch leihen kannst und solche Sachen okay. das heißt die wie gehen die halt ran ne? die gucken halt im Internet und so weiter und ich gebe denen auch Seiten also wie zum Beispiel ne? sage ich denen guck mal auf der Nature-Seite und da sind halt die mhm. ganzen coolen Artikel Hate artikel Und du willst halt nicht, mhm. dass die Leute für ihre Facharbeit, da kam gestern schon jemand und meint so, ich habe jetzt ein Buch in Euro gefunden, das kostet aber 100 Euro. ich, jetzt, aber ich so, ja, natürlich kaufst du dir kein fucking Buch für 100 Euro. Macht das auf gar keinen Fall. So. Mm, und mm. das ist so dieses Abwägen zwischen, wird es halt eine Facharbeit, die halt Wikipedia-Style wird, so, weil irgendwie ja. der Großteil der Quelle halt einfach irgendwelche Zusammenfassungen aus dem Internet sind, was auch nicht katastrophal ist, wenn wir ehrlich sind, so, für so eine Facharbeit, ja, ja. die eh nicht den größten Anspruch hat. Aber. Was dann nachher irgendwie blöd zu bewerten ist, weil dann lesen sich die Arbeiten einfach wie ein Wikipedia-Artikel so, ohne das jetzt jetzt, ja, also ja. Copy-Pasten, aber es liest sich einfach so. Und wenn, genau, oder prügelt man die dann doch irgendwie zu sinnvollen Quellen, die es aber nicht mehr so richtig gut dann gibt in dem Bereich. Also selbst Google Scholar und keine Ahnung was, hm. sind dann immer so Sachen, die man eben noch so dann so floskelmäßig sagt. Und dann gehst du selber mal auf die Suche und merkst so, ja, so richtig. Praktisch ist es alles nicht. Dann hast du da irgendwie fünf Seiten, hast du da irgendwie einen Abstract, den du zitieren kannst. Das ist alles irgendwie okay. Hm, hm. Aber dafür, dass wir so tun in Schule, als würden wir mit der Facharbeit die so auf die Uni vorbereiten, das ist halt irgendwie dann noch nicht so richtig in der Praxis. Das ist irgendwie ein bisschen weil ihr keine Zugriffe habt, quasi. Genau, weil wir für keine Lizenzen haben. Nee. Wir haben keine, keine, keine coolen Lizenzen. Und das ist dann irgendwie doof. Und dann sind die Hauptquellen halt Schulbücher, Wikipedia ja. oder Apothekenrundschau, ist immer der Renner so ein bisschen. Äh, oder halt noch drei YouTube-Videos. Was im Zweifel, wie gesagt, ich möchte das gar nicht so. Geringschätzen, weil klar, da können ja auch spannende Infos mhm. drin sein. Aber wenn du dann die Maßstäbe für eine Facharbeit anlegst, dann sind beide nachher enttäuscht, weil du denkst ja als Lesender, ja, okay, was ist jetzt deine Quelle? Da, gut, die Informationen, wenn ich jetzt einmal google, dann sehe ich das sofort oben rechts im Kästchen genau das, was du gerade hier geschrieben hast, und das ist der Mehrwert der Arbeit. Schade. Ja. So, ne? Ja. Aber es ist ja auch wahrscheinlich eine Illusion zu denken, wenn sie jetzt ein Buch vor sich liegen hätten, als wäre es so großartig anders. So, ne? Das ist halt dann auch wieder die Frage. Mhm. Das finde ich so ein, bisschen, äh, so ein bisschen das Absurde an Facharbeit in Schule, dass das System dafür einfach nicht gut gebaut ja. ist. Wir als Schule uns zu wenig Mühe geben, Schülern da eine Hand zu reichen, sozusagen, selbst wenn es ein Facharbeitstraining ist, das bringt im Endeffekt wenig. Und ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr lange eine Facharbeit in der Schule geben wird. Ja. Ich hatte auch gesagt, der, der Lerneffekt besteht ja nicht im Inhaltlichen, im Wesentlichen. Klar, mhm. für den Schülerinnen, äh, für den Schüler oder die Schülerin schon, aber eigentlich geht es ja darum, zu sagen: Okay, wie kann ich äh, Wissen zusammentragen, gewisse Strukturen einhalten, wie, wie kann ich zitieren und so, diese ganzen mhm. Basics quasi. Ähm, da ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so die entscheidende Frage, ist die Quelle jetzt irgendwie, mhm. also, weil am Ende des Tages tauscht du ja. die Quelle durch eine andere Quelle aus und aber von der Mechanik her ist es identisch. Ähm, Mhm. Ich weiß auch noch, ich habe die Hausarbeit in Bio damals über laktose toleranz Ich Ach, die spielen Rollen durftest du nicht. Durfte ich nicht, weil es irgendwie angeblich ja. ein hoax thema ist. Ich <laughs> ja. äh, daher, ich weiß halt nicht, ob das missionskritisch quasi ist oder ob man sagt, ja, Quellen sind jetzt nicht so wichtig, mhm. solange du das Gefühl hast, dass jetzt kein, also du vertraust dieser mhm. Quelle, dann ist fein so. Mhm. Äh, nimm jetzt nicht irgendwie einen Tweet von, weiß ich nicht, irgendwem mhm. vielleicht. Außer du sagst, das ist vielleicht voll der krasse Vorteil. Und dann begründest halt cool, genau, ja. Genau, und mhm. genau, gib das Quellverzeichnis vielleicht an, warum mhm. diese Quelle wie legit ist. Ende. Mhm. So. Mhm. Alles andere wäre es halt so, okay, klar, du kannst die Leute schwer machen, du kannst sagen, ja, ihr müsst aber eine Bibliothek und dann hast du ja, den ja. Stress. Oder du kannst sagen, ja, ihr müsst aber jetzt die Nature kaufen, die nächste Auflage. Mhm. Ja, ja das, das Gute ist, alle drei schreiben so ein bisschen über Neuro. Alle also haben so ein bisschen mhm. Neurothemen sich rausgesucht. Das ist eigentlich ganz cool. Und ähm, auch so ein bisschen über Neurodegenerative Krankheiten und so. Und da gibt es, glaube ich, schon ein bisschen mehr zu an Veröffentlichungen. Schwierig ist halt immer, also auch die du online findest sozusagen. Ähm, schwierig ist halt immer, wenn es halt so super... Crazy Themen sind, wo es einfach nicht so richtig gut was zu gibt und dann denen sinnvolle Quellen zu geben. Ich glaube, dieses Jahr werde ich da wenig Probleme haben mit den Quellen, ähm, mhm. weil was brauchen die für eine gute Neuroarbeit? Die brauchen ein paar Abbildungen von Gehirn, Neuronen, müssen Synapse erklären, ein bisschen weiter ja. erklären. Das können die im Zweifel mit Schulbüchern easy machen, weil da sind alle Abbildungen drin gut und so weiter. Ja. Das heißt, ja. das ist eine sichere Quelle dafür. Und wenn es dann so ein bisschen um diese Krankheitsbilder und so weiter geht, ja, ob es jetzt die neuesten Veröffentlichungen gerade in den Bibs gibt, weiß ich auch nicht so richtig, ob die jetzt da e nicht, überhaupt eh verstehen nicht. werden, sozusagen, ne, die Paper. Und dann sollen die einfach so ein bisschen die Nature Abstracts lesen, mal gucken, ob sie irgendwas finden, sich daraus irgendwie ein Gesamtbild irgendwie ähm, bauen und auf diesem klassischen, gesicherten Standardwissen, das es halt im Internet gibt zu diesen, zu diesen Krankheiten, das ist dann eben nicht die coole, super Secret-Quelle, das ist halt dann einfach, ja gut, das ist halt Common Sense, aber es ist halt nur halt das, was es eben ist. So, ist ja auch okay, das, was bei Wikipedia ja. steht dann so. Eben, ja. Eben. Ja. ja Würde ich auch sagen. Ja, aber ich, ich, ich würde sagen, es gibt noch zwei Jahre eine Facharbeit. Danach gibt es keine Facharbeit mehr in der Schule. Ähm, ja, ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, erzählt, dass das Abitur umgestellt wird. Ne? Erinnerst du dich? 2029 ist das erste Abitur mit diesem fünften Abiturfach und diesem äh, Wir bereiten Ach so ja, 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 ein ja. Online-Projekt, äh, wir bereiten irgendwie so digitale Medien, nutzen wir um so eine Art. Endprodukt zu erstellen und so weiter. Und ich vermute mal, dass das die Facharbeit ersetzen wird. Ich glaube, die müssen dann nicht, also irgendwie schwachsinnig, wenn sie so eine Art Facharbeit, Vortrag, Erarbeitung, Quellen, Recherche, Gedöns mit Online-Medien quasi machen und dann parallel noch eine Facharbeit davor irgendwie schreiben, das glaube ich irgendwie nicht. Und deswegen vermute ich mal, dass man sich da hoffentlich ein bisschen Gedanken macht, wie man das irgendwie, gute Vorgaben entwickelt, weil es ist ja nachher das, was abiturrelevant ist. Das heißt, da muss man irgendwie stichhaltig überprüfen können und, ähm, Hoffe mal, dass es da gute Vorgaben für gibt oder gute Quellen, oder dass man sagt: Hey, pass auf, das Land NRW, dafür, dass wir das machen. Die brauchen gute Quellen. Wir bezahlen die drei Suchmaschinen oder die drei ja, äh, ja. irgendwie Tools, die uns Quellen geben oder so. Das wäre irgendwie ganz cool. Und ich habe das Gefühl, cool, das revolutioniert das so ein bisschen. Das wird es, glaube ich, nicht ganz lösen, dass wir halt so ein bisschen pseudo-universitäre Bildung machen, die aber an der Uni sofort gesagt wird: Was habt ihr da gelernt? Vergesst das alles. <laughs> so, mhm. ähm, aber gleichzeitig denen eben diese Grundskills so ein bisschen mitgibt, wie du gesagt hast weil das ist ja das Ziel nachher. Ja, ja. Das ist ja auch unser, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mein Problem war damals der Facharbeit auch, gut, ich hatte eine 5 minus, egal, aber, äh, dass man so die ganze Zeit dachte beim Schreiben, also den einen Tag, den ich geschrieben habe, das ist einfach dumm gewesen, ähm, dass man die ganze Zeit dachte, ja, ich schaffe ja hier eh nichts Neues, was mache ich hier? Ich fasse halt nur irgendwie hm, Zusammen hm. und so weiter. Ja, und die, ja. dass man diesen Gedanken erstmal überhaupt hat und merkt, ah, okay, aber das ist ja nichts Verkehrtes. Unterschiedliche Quellen zusammenzufassen, das ist schon ein Mehrwert sozusagen und so. Das sind halt ja. Erkenntnisse, die vielleicht ganz nett sind. Oder wie zitiert man eigentlich, was, wie, wie wichtig ist es, Quellen dann zu geben und so weiter. Das ist wahrscheinlich ja, viel ja. wichtiger. True, true. Ja. Wolltest du gerade noch was sagen? Sorry. Ich bin, ich habe mich dran aufgehangen, äh, mhm. ich, ich finde es immer wieder verblüffend, dass äh, die Lingo der, der Lehrer ist ja immer mhm. noch zu sagen, digitale Medien. Mhm. Also, wie soll ich sagen, das, ist, das, das sagt für mich viel darüber aus, wie das Bild quasi im Kollegium auf Medien noch ist. Nämlich, mhm. es gibt Medien, Hauptmedien, die analogen Medien und es gibt die digitalen Medien. Das ist sowas, das ist die immer auch, noch die, die Sprache. Wir auch gerne neue Medien nennen. Ja, und das ist so interessant, ja. weil äh, die Menschen auf der anderen Seite, diese Medien sind halt, ja, naja, Instagram, TikTok, ja. Wikipedia. Ach ja, und irgendwer kauft eine Zeitung, dieser Umweltsender. <laughs> Wie die OHP-Folie ist kein Medium mehr für dich, was? Weißt du, das finde ich, äh, ja. ich das, ist, äh, das sind so Momente, wo ich mir denke, ah, okay, warte. Ja. <laughs> aber genau so <laughs> steht es, ne, was mit dem Abiturfach eben kommen wird. Ich bin gespannt. Das, ähm, ja. Ja. Ich, deswegen, ich, ich, also, ja, ich bin, wir haben ja schon darüber gesprochen. Das kann cool werden. Das kann aber auch in die Hose gehen. Also, in die Hose gehen okay. Nicht, dass es schlimm wird, aber eher so über die Hose gehen mit, ah, da war Potenzial für was Cooles. Und es ist einfach more of the same, es ist einfach Facharbeit bei okay, fertig, ja, Ende. So. Das, sind, das sind so Änderungen, die keine, die nichts verändern. Nee. Im Ergebnis. Nee, also es genau. wird die Leute, die da das A äh, vorher oder nachher gemacht haben, egal ob jetzt mit vier oder fünf Fächern und dem ja. Projekt oder nicht, ist so, es wird nichts an der. Es wird nichts signifikant ändern. Du wirst jetzt nicht ja. irgendwie Leute haben, die auf einmal irgendwie toller sind in irgendwas. Das wird einfach nicht passieren. Da ist es ja. eine schöne Änderung. Also alle machen mal ein bisschen anders, aber am Ende des Tages gucken wir mal. Ja. Non-Event oder so, sagt man, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Das ist mein, mein Bauchgefühl als Laie. Ja, ja, ja. Ach, das geht, glaube ich, vielen Lehrern ähnlich. Das ist ja, also, glaub ich glaube, viele Lehrer haben ja eh so ein bisschen, wenn was von der Bezirksregierung kommt, das Gefühl von, ah ja, mal gucken, wie es umgesetzt wird, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, dass einfach viel Quatsch kam, sozusagen. Und deswegen kann man aber trotzdem, glaube ich, immer noch positiv überrascht werden. Also, gerade Leute in meinem Alter, die nicht den Wechsel G8, G9 mitbekommen haben und so weiter und so fort. Ich bin ja relativ offen, weil ich mir denke, ja, also, die können ja nicht aktiv den wollen. Das, das, also, wollen, dass es halt schlimmer wird. Irgendwie müssen die sich ja nee, ein bisschen nee, geben irgendwann. Ich, ich glaube halt nicht, dass es. Also, das ist so, Veränderungen können ja so, so ganz kleinen, netten Effekt haben. Und mhm. Veränderungen können ja komplett radikal sein mhm. und neu gedacht werden und so mhm. komplett. Äh, spekulativ, fast schon sein im Sinne von: mhm. Wir drehen mal jetzt alles auf links, probieren was ganz anderes. Mhm. Das klingt für mich nach einer so, ja. so, als würde man beim neuen iPhone so ein klein bisschen bessere Kamera einbauen und am Ende hoffen, ja. dass es irgendwer merkt, dass man jetzt tollere Fotos schießen kann. So, und es ist ja sogar noch viel abgesicherter, weil ja in vielen Bundesländern das ja schon genauso gemacht wird. Das heißt, es ist ja nicht mhm. mal was Neues, sondern es ist eigentlich eher das nur. Wir machen das, damit so weniger Leute über NRW lachen können. Das ist im Abitur nur vier Fächer gibt so ungefähr. Niemand lacht über NRW. <laughs> NRW-Abiturbeste. Ähm <laughs> ähm, ich habe noch das Technikthema. Das ist aber yes, sorry. Eigentlich, da bin ich noch bin ganz am Anfang. Technik. Ich bin seit gestern auf diesen Gedanken gekommen, weil vielleicht steht für mich ein radikaler Umbruch an. Ähm, oh Gott. Du hast pixel -Faun. Auf gar keinen Fall bist du irre. <laughs> ähm, nee, ich ähm, überlege, ob ich Prezi beerdigen soll. Ähm, was mich jetzt ja mittlerweile seit der Uni seit zehn Jahren oder so quasi mein Tool sozusagen ist, mit dem ich immer ganz ja. viel arbeite. Aber ich merke, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Mhm. Ähm, mein guter Partner Prezi und ich. Ähm, die wollen weiter Präsentationsmedium sein. Und mhm. Ich glaube, dass sie nicht gemacht, also, also das, die, deren Ziel ist ja nicht Schule, Sch Lehrer Tool zu sein sozusagen. Mhm, und ich merke, m -m. dass wenn ich diese Präsentation so aufbaue, selbst wenn ich nur ein halbes Jahr da reinpacke und da eine coole Struktur drin habe und so weiter, die werden so langsam und mhm. dauern lange zu laden, weil die nicht dafür gemacht sind, dass du 18 Videos mhm. einbindest, 100 Bilder da drin sind von letzten Reihen und keine Ahnung was sozusagen, dass du da so viel Müll mit rumträgst, sondern das ist eigentlich eher dafür ja. gemacht wahrscheinlich hey, du hast eine Woche Seminar und dann mach eine geile Präsi dafür, so ungefähr. Ähm, und deswegen überlege ich so ein bisschen, weil ich schon das sehr schätze, dieses, ich kann einfach rauszoomen und zeigen, hey, guck mal, da haben wir das gemacht und wir ja. kommen daher ja. und so weiter. Aber ich habe trotzdem gedacht, ist es nicht einfach clever, einfach, Pre also PowerPoint slash Keynote slash irgendwie, keine Ahnung, neben Präsentationsmedium XY Standard zu nehmen, wo man sagt, okay, das ist einfach mehr dafür geeignet, dass du kurz sagst, Hey, ich schreibe jetzt hier in die Folie mal rein, äh, ja, was wir für ja. Schülerergebnisse haben. Weil bei Prezi ist es so, ich muss immer neuen Text einfügen. Okay, Nummer eins. Da muss ich den Text copy-pasten, da muss ich es wieder neu ändern sozusagen. Mhm. Also es ist einfach nicht dafür gemacht, dass ich vorne stehe und schnell mal Schülerergebnisse sammle zum Beispiel. Mittlerweile tappe ich dann mhm. raus und mache ein Word-Dokument auf, mache da eine Tabelle und mache dann quasi darüber das und sammle Schülerergebnisse, was okay ist, vollkommen mhm. okay ist. Aber ich habe überlegt, ob ich nicht die nächsten Ferien oder so mal nutze, um quasi alles umzuziehen. Aber irgendwie mag ich es auch nicht, dass so ein bisschen dieser USP dann verloren geht. Dieses, ich kann halt dann so darin rumzoomen und es ist halt nicht der zehnte Lehrer, der die gleiche PowerPoint aufmacht wie in den 18 mhm. Unterrichten davor. Was ja, glaube ich, bin ich eigentlich von überzeugt, schon einen kleinen Effekt immerhin der Aufmerksamkeit macht. Ob du jetzt weißt, ich glaube von PowerPoint-Unterricht zu PowerPoint-Unterricht mhm. oder irgendwas bewegt sich da anders. Und irgendwas ist da ein bisschen anders. Und das ja, bringt mich dazu ja. doch ein bisschen mehr hinzuhören erstmal jetzt gerade. Deswegen bin ich da ganz am Anfang. Seit gestern denke ich drüber nach, mal mm. gucken, in welche Richtung das geht. Ich hätte, ähm, also, was auf der Arbeit viel genutzt wird, in so Tools wie Miro, M-I-R-O.com. Mm -hmm. Oder Fig als Alternative, das ist aber eher designlastig. Oder ich brauche, dass es offline sein kann, ne? weil Schulinternet Miro. ist halt scheiße. Ja, okay, dann nimm einfach Stift. <laughs> das ist das die online, eh, ja, offline. Eh. Das, das, das ist das Problem. Also, also die Seite okay. von Prezi ist auch besser als die App. So, ne, Die App hängt halt sozusagen ja. und die Seite, wenn ich es über den Browser mache, ist es deutlich besser. Aber das Problem ist, wie gesagt, Schulinternet schwierig. Ja. So, je nachdem, ja, wie man ist und so. Weil, weil, warum ich das jetzt alles so äh, genannt habe, Mhm. Vorteil ist halt, du musst halt keine lineare Geschichte erzählen, so wie mhm. du es halt in PowerPoint und Keynotes und Slides hast, wo du einfach sagst: Folie, 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 mhm. Folie. Ähm, du kannst natürlich auch, was man auch machen kann, du kannst halt äh, Folien verlinken mittlerweile. Das heißt, du kannst auch so springen. also mhm. kannst auch so kleine Spiele, Klickspiele, Adventure-Spiele bauen, in denen man mhm, Folien schick, man verlinkt. Bekommt, so. Genau. Sowas geht halt, damit kannst du so ein bisschen aufbrechen. Aber wenn du mhm. sagst, du willst dieses, ich zoome mal raus mhm. oder. Ähm, Ne, hab dann so ein Video und dann spiel ich das ab und hab sie verschiedene. Mm. Da sind halt diese Whiteboard-Tools eigentlich ganz cool für, weil du halt genau das machen kannst und die sind halt auch, wenn du Internet hast, halt auch gut. Ja. Ja. Internet, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So. Ja, ja. Aber auch für diese Größe sozusagen, weil Prezi ist ja wahrscheinlich ziemlich ähnlich, das nur ein bisschen veralteter sozusagen. Also die schon ist länger gigantisch am Markt. Groß. Du kannst, ja? da, also ich habe teilweise Dateien gesehen, die sind, da ist so viel Kram drin, also es okay. wirklich so viel Zeug, dass du sagst, okay, ist also ja, da komme ich dann wahrscheinlich dran. Also, da kommst ist, du nicht ja. dran und das mhm. ist super flüssig und hängt nicht. Und das Einzige, was halt ist, du hast halt nicht dieses, bei du hast diese coolen Übergangseffekte, so von da nach da. Dann sucht das so rein und raus mhm. oder hast du mhm. diese geilen. Das hast du halt jetzt nicht, glaube ich, so mhm. drin. Das heißt, du müsstest selber scrollen, zoomen, so. Mhm. Mhm. Aber. Dafür kannst du auch so Sachen machen wie, hey, wir machen jetzt hier diesen Bereich, habe ich so definiert, so ein Brainstorming. Könnt ihr könnt da alle auf diesen Link klicken und, ja, und dann da könnt ihr so Post cool. reinhängen. Und so. Das ist halt cool, weil es halt kollaborativ mm. cool, ist und du kannst du halt sagen: Hey, kommt doch mal dazu mit euren iPads und ne? mm. lasst mal genau. den Post da oder so. Ja. Das wäre eben cool. Und das dachte ich, das geht bei PowerPoint ja, glaube ich, auch relativ easy, dass du die powerpoint kurz teilst. Ja, aber das crasht okay. halt, wenn 30 Leute draufgehen. Ja, also, es ist halt, ah, okay. Äh, also, ja. Ja, okay. Also, ja, deswegen frage also, ich Da gibt es wiederum so extra Tools. Das, ja. So. Die sind aber eher dann für so, was ich sagen, Unternehmen gemacht, wo du sagst, okay, da geht es darum, dass halt Leute dazukommen können, das perfekt einander, also zusammenzuarbeiten an der Präsentation. Mhm. Aber auch da ist halt, glaube ich, eher so darauf ausgelegt, dass dann mal zwei, drei Leute maximal gleichzeitig da drin sitzen. Mhm. Ich weiß nicht, was ist passiert, wenn du mit 30 Leuten da reingehst. Mhm. Ja. ja. Okay, das hilft mir schon mal. Vielen Dank. Dann kann ich schon mal ein bisschen weiterdenken. denken. Sag mal kurz die Namen. Was ich, welche hast du gerade so genannt? So Miro? Miro ist relativ bekannt. Dann gibt es. Mural, M-U-R-A-L. Mhm. Und das. auch sicher ja. schon ein, zwei davon, Mascha, geschickt. Ich muss trotzdem mal mich irgendwann intensiver da hinsetzen. Ja, ich. ich ja. Und du hast halt auch von Apple Freeform. Das ist ja, relativ genau. minimalistisch. Ja. Im Vergleich. Das war mir noch zu minimalistisch, als ich es angeguckt habe letztes ja. Mal. Ja. Das wäre halt, glaube ich, offline auch verfügbar, ja. weil du yes. eine Datei hast. Ähm, ja. 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 Ich muss noch gucken, zum Beispiel zu so Sachen, wie wichtig mir diese Pfade sind. Also, dieses, dass ich eben eine Präsentation habe, wo ich so rum wo ich so durchklicken ja. kann, quasi im Zweifel, ob das jetzt ein wichtiger Punkt ist oder ob es eigentlich egal ist und so dieses Rumzoomen okay ist oder ob das das so mhm. unruhig macht, wenn ich dann da vorne stehe und dann immer, ah, hier wollte ich mal rein, ach nee, da und ich gucke mal gerade, wo ich bin und so, weil wenn du halt natürlich dann so ein ganzes Halbjahr da drin hast, mhm. oder im Zweifel ein ganzes Schuljahr, dann wird es natürlich unübersichtlicher sozusagen. Klar kannst du eine Vorstrukturierung machen und so, ne? Thema für Thema, das geht ja alles irgendwie, aber ja, da muss ich mich ja. einfach mal, glaube ich, das ist sowas, das ist einfach eine lebensverändernde Maßnahme für mich. Und da muss ich einfach mal Gucken, wie ich das irgendwie, <laughs> ob ich das umstelle oder nicht oder ob ich einfach das weiter vor, vor, vor mir herschiebe und sage, bis es irgendwie, hey, du bist Lehrer, wir haben hier ein geiles Paket für dich. Äh, hier hast du ein geiles Notentool, hier hast du ein geiles Das-Tool. Mach mal das. So. Entwickelt das ja. mal, liebe Menschen, ja. Entwickler da draußen. Ich weiß, es gibt kein Geld zu holen, aber mach's mal. Ich habe gerade geguckt, übrigens, es gibt so ähm, bei Miro, jedenfalls gibt es so einen äh, interaktiven Präsentationsmodus. Und das sieht sehr nach Prezi aus. Also, ja, okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch mittlerweile äh, ja, mhm. drin ist. Also, aber kannst du ja mal probieren. Die meisten, das einzige Problem ist halt wieder das Thema Datenschutz, weil das sind alles Tools, die werden irgendwo in San Francisco programmiert mhm. und dann ist die Frage da, ne, das ja, ist nicht gut für dich, sondern eben, wenn andere darauf zugreifen. Genau, halten. das ist bei diesen Kollaborativen immer die Frage sozusagen. Ne, das ist ja was, ähm, das geht halt irgendwie eher noch nicht so richtig. Ähm. Ja. Das kannst du halt also alles mit stimmt, Kommt dann irgendwann die NRW-gehostete Alternative. Ich bin sehr gespannt. Ich kann dir, also das brauchen wir nicht jetzt Packersmann, aber ich kann dir irgendwie da ja. gleich nochmal im Anschluss oder auch nächste Woche mal erzählen, <laughs> ähm, was gerade ja. wieder für ein spannender Stuff im Daten, Datenhagel der Schule abgeht. <laughs> Junge, Junge, Junge. Ja. Ich habe meine Punkte abgearbeitet hier, die ich dir erzählen wollte, wo ich deine. Tipps brauchte. Willi will Max es wissen lassen. Ja, follow, followt mir vom, für mehr Tipps in allen Lebensbereichen. Ja. Ich habe übrigens deinen Tipp für den, für den Fahrstuhl noch nicht angewandt. Ich, hab's noch nicht, ich, ich kann nicht mit Menschen reden im Fahrstuhl. Keine Menschen. einfach nicht. nicht. Aber die auch das nicht mit mir, deswegen ist es auch okay. Also, die versuchen es auch nicht. Die meisten connecten über ihre Haustiere, das merkt man. Die reden dann über ihre Hunde, weil sie sich von ihren Hunderunden kennen. Ebenso als ich mit zwei im Aufzug und die haben halt, ah, bist du mhm. halt alleine. Ich dachte so, Reden die von Kindern ah ne die reden über ihre Haustiere okay hm. da bin cool. ich, raus. Er, Problem Hab ich nicht gesagt so nett gelächelt ah, ne auf keinen Fall da <laughs> ist es ist, es auch, ist, es okay. das ist ja auch okay ist ja nicht schlimm Ja, absolut und ich freue mich kann ich noch um die Technik zu schließen ich freue mich endlich auf das äh, Apple Update auf das neue ähm, mm, die sollen mal jetzt hier die, coole, die coole Schlüssel also hier Passwort App soll cool werden so damit ich hier mal sperren kann und ich äh, freue mich auf diese Customizable, äh, dass ich hier Dark Mode am Handy mit den Apps auch machen kann. Das finde ich witzig. Achso, du meinst die App-Icons dann? Ja. Das habe ich beim ja. Kollegen gesehen, der das individualisiert äh, hat und dachte mir, ey, mag das, finde es cool, wenn es irgendwie sich noch mit verändert. Das ist halt völlig Kleinigkeiten und völlig egal. <laughs> Aber das sind noch die beiden Sachen, die ich so im Kopf habe und besonders eben diese Passwortnummer. Da freue ich mich drauf, wenn ich das ändern kann. Ja. Ich bin mal gespannt, was die neuen Geräte so können. Vielleicht bis dieses Jahr einkaufen gehen, mal gucken. Ach, stimmt. Du hast ja gesagt, dass du vielleicht einkaufen gehen musst. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe noch nichts Wildes gehört, ehrlicherweise. Außer irgendwie, dass es so ein Air, vielleicht iPhone Air geben soll, das quasi das Mini ersetzt oder so, was ja für dich vielleicht interessant wäre. Ja, oder? Aber das soll, glaube ich, erst nächstes Jahr kommen. Ah, das okay. iPhone Air Slim, irgendwas. Das wäre voll geil. So ganz dünnes iPhone wäre mega geil. <laughs> <laughs> ich liebe das, so, was dich da begeistert. 10, 10 Minuten Akku. Ja, das ist voll geil, weil das ja. ist eigentlich das, worauf. Kennst, kennst du doch den, äh, den iPod? Ja. Den, ganz neuen, dünnen, aber so diesen geilen. Also der ja, war ja, das iPhone ja, ja, 5C, ja, ja, dieses bunte. Ja, ja. Hast du das Ding mal gehalten, Jan? ist nee. so geil. Ich das hatte nicht so kleine Nano. Das ich das so geil werfen. Das war schon <laughs> mega geil. Und äh, wenn das das iPhone so leicht wäre, das wäre, voll <laughs> dünn, das wäre voll nice einfach. Aber das soll eher so, so ein Flagship werden, ne? So von wegen. Äh, noch mal teurer als das Pro oh, echt? und Hart ja. Ach, krass. Das und so irgendwas mit, mit Foldable jetzt auch noch mal mehr, oder? Ich habe irgendwie noch mal Artikel gelesen, dass sie doch auch foldable, foldable wollen. Ja, aber kann, ja. kann ich mir Apple vorstellen, weiterhin nicht irgendwie. Ich habe auch noch nie ein anderes in der Hand gehabt, ob ich das jetzt cool finde. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, wenn es gut gemacht ist, dieses Aufklappen und das cooles Geräusch macht und sich gut anfühlt, dass das ist schon so ein bisschen süchtig machen sein kann wie so ein Fidget Spinner. dass man so denkt, so also früher war das cool mit dem das Samsung und diesem Klappfolgen oder diesem ein wie so Klappmesser quasi. Das war halt immer eine ganz andere Zeit irgendwie. Also, ja, vom Auf wie du spannend. das Handy benutzt hast. Ja. 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 we'll see, we'll see am we'll um 9. Am 9. ist soweit, glaube ich. Echt? Ja, nächste Woche Montag, da Mitte September. Das ist ja gut. Dann Achso, ich bin übrigens, äh, ich bin nächste Woche von Montag bis Freitag weg. Also gucken wir mal Sonntag noch vielleicht. Fuck, da bin ich im Triggslange. Äh, gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wir ja. Sonntagabend vielleicht machen, wenn ich wieder da bin. Schauen wir mal. Alrighty. Ähm, peace um, out, stay Leute. Stay tuned. Peace, peace. Wah -wah.